Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Verdun. Und wir spielen heute nochmal Teamverteidigung. Also, das heißt, wir spielen gegen die KI. Ich wollte eigentlich ganz normal Verdun spielen, aber alle Server, die momentan online sind, sind voll. Deswegen müssen wir heute einen kleinen Abstrich machen. Die Folge wird auch nicht so mega lange gehen. Aber ich glaube, wir werden trotzdem unseren Spaß haben. Ich spiele heute als Raider mit einer Waffe, die ich vorher noch nie gesehen habe. Irgendwie ein abgeschnittener Karabiner. Sieht schon interessant aus. Das Ding ist, glaube ich, wirklich nur für kurze Entfernungen gedacht. Ich habe ja nicht mal Kim und Korn. Und ich treffe nichts auf die Entfernung mit dem Teil. Weiß nicht, ob ich noch eine andere Waffe mit am Start habe. Scheint aber nicht so. Das ist aber schon witzig irgendwie, das Ding. Naja, wir sind heute mal wieder mit Webcam unterwegs. Ich hatte einfach mal wieder Lust drauf. Hat jetzt keinen besonderen Grund. Wobei so ein bisschen. Ihr wisst ja, ich habe hier oben so an der Stirn. Ja, das ist ja so eine Hautkrankheit. Rosatia heißt das. Das ist eigentlich eine Hautkrankheit, ist total geil. Die eigentlich Frauen im mittleren Alter bekommen. Aber Männer können das halt auch bekommen. Und meine liebe Mutter hat mir das netterweise vererbt. Vielen Dank, Mama. Und ich habe jetzt auf Amazon, habe ich mir ein Gel gekauft, das da ein bisschen gegen helfen soll. Und es hilft. Zumindest jetzt momentan. Und das ist ja auch übrigens der Grund, warum ich ja in Schwarz-Weiß immer meine Webcam habe, weil mir das einfach ein bisschen unangenehm ist. Also gut, so schlimm ist es jetzt nicht, dass ich mich da irgendwie für schäme oder sonst irgendwas, aber ich fühle mich damit einfach nicht so ganz wohl. Und vielleicht, wenn wir demnächst dann mal einen weiteren Behandlungsfortschritt sehen, vielleicht mache ich dann auch mal mit farbiger Webcam. Das war ja bisher immer so der Grund bei mir, warum ich das halt noch nicht gemacht habe. Aber mich freut es natürlich, dass das funktioniert. Vorerst. Aber das hatte ich schon öfters bei anderen Medikamenten zum Beispiel auch. Da sah das dann auch eine Weile lang. Autsch. Ziemlich gut aus, aber langfristig gebracht hat es dann leider gar nichts. Naja, konzentrieren wir uns aufs Spiel. Mit der Waffe ist es ein bisschen schwierig, muss ich gestehen, hier was zu treffen. Ich hätte gerne Zieloptik. Aber die wird mir wohl verwehrt bleiben. Ist der Typ tot? Ja. Ich grase jetzt einfach mal kurz den Graben ab. Geil, das war der letzte. Ich will mal kurz gucken, ob ich meine Waffe wechseln kann. Weil die Waffe ist echt der Rotz. Ne, Grabenkeule ungerne. Aber nimm mal das hier. Pistole mit Bajonett und Grabenkeule. Ich bin gespannt. Aber ist halt das Einzige, was ich jetzt momentan nutzen kann. Ups. Weiß nicht, woher die jetzt kommen werden. Ich schätze mal alle von rechts wieder. Einer von mir, okay. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum sitzt denn da schon einer? Oh, nee, von da hinten kommen sie. Ey, das Ding ist gar nicht mal so schlecht, ey. Ist jetzt natürlich für die nicht für die Entfernung gedacht, aber hey. Den einen oder anderen Kill werde ich damit jetzt auch auf die Entfernung machen können. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Jetzt muss ich aber den Kopf einziehen. Da ist gerade ein Bein rumgeflogen. Vergiss es. Scheiße, der ist noch nicht down. Komm schon. Ah, mir fällt übrigens gerade auf, dass die Uhr gar nicht runterläuft. Die läuft ja hoch bei dem Modus. Stimmt. Es geht ja darum, wie lange halten wir durch. Also ich habe ehrlich gesagt momentan noch keine Ahnung, wie lange diese Folge dauern wird. Wenn es gut läuft, ein bisschen länger. Wenn es schlecht läuft, nicht so lange.
Die Squad-Mitglieder, die machen das hier anscheinend schon ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht, bei welcher Welle wir hier gerade sind. Alter, die Pistole ist mal richtig fett. Auch auf die Entfernung ist die nicht schlecht. Die ist ziemlich genau und macht ordentlich Damage. Oh, jetzt habe ich aber hier ein kleines Problemchen. Oh. Lasst mich bloß in Ruhe, Leute. Da habe ich mit dem Bajonett erledigt. Und die Welle ist erfolgreich. Alter Falter. Das geht ganz schön ab, ey. Ich brauche mal kurz Muni. So, schauen wir mal, ob sie jetzt wieder alle von derselben Ecke kommen, weil wir müssen immer noch hier verteidigen. Das würde bedeuten, dass die wahrscheinlich wieder von hier kommen. Und ich habe was gerade im Auge. Wie? Blind. Ich habe übrigens eine ganz coole App entdeckt. Gehört nicht zu Verdun, aber vielleicht interessiert ihr euch auch. Oh mein Gott, ich muss weg. Die App heißt irgendwie Google Rewards oder Google Opinions, irgendwas, bla bla bla. Da muss man sich anmelden mit seinem Google-Account und dann muss man da so kleine Umfragen machen. Und das Schöne daran ist, man bekommt da Google Play Store Guthaben, was eigentlich ganz cool ist. Also ich habe jetzt eine einzige Frage beantwortet, eine einzige Frage. Und das war, was war's? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas, ich glaube, zu meinem Alter oder zu meinem Einkommen. Ich weiß es nicht mehr. Gut, man muss halt anfangs so ein paar Standardfragen beantworten. Wie alt ist man? Männlich, weiblich? Wo kommt man her? Oder muss man halt Fragen beantworten. Da habe ich für eine einzige Frage, die ich bisher beantwortet habe, 50 Cent bekommen. Was ich ziemlich geil finde. Verrecket. Oh mein Gott, ich muss hier weg. Oh, jetzt geben die uns aber hart ein. Das ist eine ziemlich coole App für zwischendurch. Also man kann immer einfach mal so eine Frage beantworten. Kriegt man ein bisschen Geld für. Man kann sich es halt logischerweise nicht auszahlen lassen. Aber wie gesagt, im Google Play Store kann man es dann verwenden. Und da freue ich mich schon drauf. Dann kann ich nämlich endlich mal wieder ein paar Apps, ja, kaufen, weil ich gebe kein Geld für Apps aus. Ich kaufe mir nur Apps, wenn ich irgendwie Guthaben bekomme aus irgendeinem Kanal, weil ich da sehr, sehr vorsichtig bin, was sowas angeht. Oh shit. Schnell weg. Jetzt kommen sie aber da oben. Junge, fall zurück. Fall ein bisschen zurück. Komm, lass mich mal vor. Das Schöne ist, die Bots, die legen sich nicht hin. Die bleiben eigentlich immer liegen. Ist echt praktisch. Bleiben immer stehen. Das ist echt praktisch. Ins Knie geschossen. So, noch einer. Das müssten es jetzt aber langsam mal alle gewesen sein, glaube ich. Jupp, das waren alle. Boah, das war eine heftige Runde, muss ich sagen. Das hätte ich jetzt nicht gebraucht. So, ich habe keine Ahnung, wo die Artillerie runterkommt. Was ist denn das da vorne? Unterstützung durch HQ, was heißt das? Kein Dunst, was das heißt. Aber wird schon seine Richtigkeit haben. So, jetzt müssen wir auf der Seite verteidigen. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Erstmal gucken, wo die Gegner herkommen. Alles klar, die kommen von da vorne. Versuchen wir noch ein bisschen weiter nach da zu gehen. Um ein bisschen näher am Geschehen dran zu sein.
Und da geht's los. Oh mein Gott. Alter Falter. Da kommen sie. Einfach draufhalten. Triffst immer den richtigen. Komm schon. Mehr. Oh, das sind mir ein paar viele. Ich könnte auch ein. Ich könnte auch mal mein Bajonett vorrennen. Oh mein Gott. Lass mich durch. Jetzt ist es passiert. Jetzt bin ich down. Ich glaube, ich darf nicht respawnen, ne? You were killed. Ich glaube, man muss warten. Ja, ich glaube, ich muss wirklich warten, bis die Runde vorbei ist. Und das wird eine Weile dauern. Deswegen bin ich gerade. Oh, ich glaube, die sterben jetzt eh alle. Der andere Strike TI1412 ist auch tot. Boah, das wird richtig übel für die Jungs. Oder Mädels oder wer auch immer. Alter, wo schießt der denn hin? Ich verstehe nicht, was der gerade tut. Ich weiß nicht, ob der vielleicht einfach sterben will. Zverin ist auch tot. Das war unser Top-Schütze, glaube ich. Mehr oder weniger. Und da ist es passiert. Wir sind an der Welle gescheitert, aber einen Versuch haben wir noch oder geht das jetzt von neu los? Ich glaube, das geht von neuem los. Oder ist das nochmal dieselbe Welle? Ich weiß es nicht. Ich versuche es jetzt einfach nochmal. Hallo? Der Feind greift an. Sollen sie doch nur kommen. Da. Zack. Erster Kill. Zweiter. Nee, nur Unterstützung. Wie viele Kugeln sind denn in dem Ding drin? 6 Stück. Es kommt mir irgendwie immer viel weniger vor. Oh, shit. Diesmal sind es, glaube ich, wieder dieselben wie eben, weil die haben ganz schön stark geschossen gerade. Alter, das ist mir hier zu bunt. Ich gehe zurück, ich gehe zurück, ich gehe zurück. Ich gehe zu meinen Kollegen. Oh, shit! Alter! What the fuck ist da gerade passiert? Die haben uns hier so krass überrannt. Alter, das war übel. Hat aber irgendwie Spaß gemacht. Ich weiß nicht warum. Und ich glaube, das war's erstmal für heute. Ich versuche nächste Folge wieder normal zu spielen, Frontlines. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.